Hallo Programmierfreunde, ich bin die Roger und in diesem Video gehen wir die Speichernbitten programmieren und das haben wir in die andere Video programmiert, der Read oder Open oder Lesen Bitten. Aber jetzt gehen wir die programmieren, die Speichernbitten und dann gehen wir direkt nach die Code natürlich, das ist das Wichtigste. Dann habe ich hier Variable auf das Typ String deklariert. Also man wüsste schon, was das alles ist. Und dann habe ich hier ein Output Stream deklariert. Also Save Settings als Text Output Stream. Man kann das auch hier an die Oberseite deklarieren. Und dann habe ich hier natürlich if CB, also die Checkbox, time will tell.value is true, dann musst du das hier, diese String Value muss man in diese Variable schreiben. Und das macht man auch natürlich, wenn die nicht wahr ist. Also falls, dann wird das hier in die Variable geschrieben. Und das sieht dann natürlich so ungefähr aus. Das sieht dann so aus. In diesem Fall hat er die hier in mein Variable geschrieben. Und das mache ich natürlich auch mit meinen Radio-Buttons, die ich habe. Dann habe ich hier natürlich mein Pop-up-Menu. Also PM heißt Pop-up-Menu. City.ListIndex ist 0. Dann musst du in diese Variable City-Option das hier schreiben, dass die selektiert ist. Also, das ist er natürlich nicht, weil ich hier ein 3 drin habe. Also, dann hat er die geschrieben in mein Variable. Und dann gehen wir nach das Speichern. Also, das wüsste man schon, was das ist. Hä? Das heißt f special folder .current working directory .child und das ist die Name, mein File. Und if f.exist is true, dann, naja, man wüsste schon, was das bedeutet, dann f.delete, also dann muss er die lösen. Dann gehen wir, save settings ist text output stream .append f. Also was heißt das? Append f, das f ist ein folder item. Und dann wird er einfach das hier auf diese Plätze auf neu kreieren. So etwas bedeutet das in Deutsch. Und dann sage ich hier einfach save settings.write und dann die Name mein Variable plus end of line. Also was macht ein end of line? Ein end of line macht das hier. Wenn man nicht ein end of line hier hat, dann sieht es so aus. Aber das möchten wir nicht. Das hier ist ein end of line. Das heißt eigentlich ein Return-Button oder Charakter 13. Aber das werde ich später mal erklären, die Charakters. Und das mache ich natürlich mit Checkline und Time will tell. Das sind die Namen meiner Variable und dann plus End of Line. Und dann wird er das so schreiben. Wenn man die End of Line nicht hier hat, dann wird das File so aussehen. Das wird ein langer Regel. Und das möchte man. Oh, das ist nicht die richtige. Naja, dann wird das ungefähr so aussehen. So, aber dann ein langer Regel. Und das möchten wir natürlich nicht. Nein, nicht. Und dann muss man das zuschließen, die Stream. Aber wenn man ein nettes File möchte, dann braucht man plus End of Line. Und dann wird das sehr nett geschrieben und das ist eigentlich alles mit das Speichern und das war es auch für diesen Video.